Einmal Schnitzelsemmel mit allem. Wollen Sie noch? Wollen Sie noch? Ja, aber der Ketchup. Und dann von Emmerich bis Korbach anschauen, dann 455 Kilometer. Hä? Doch? Nein. Doch. Irgendwas mit doch. Echt? 445, aber wir fahren nicht länger als heute. Wir fahren auch nur 6 Stunden. Die letzte Fahrt, die haben wir ja bei Villaring gehabt, nach Villaring, und da haben wir dann eine Fernsehaufnahme gehabt. Und das war auch ein Erlebnis. Es war sehr anstrengend. Ja, und dann klotzen einen die Mädels und die alle so an. Ja, ja, wenn man singt, ist ein kleines bisschen peinlich dabei. Also, ja? Ja. Warum? Weiß ich nicht, ist irgendwie so. Ich glaube, also am Anfang war es schon richtig schlimm, aber es wird immer besser eigentlich. Es war schon ein Traum, dass man hierher kommen kann, weil im Fernsehen zeigen sie es und dauern und schwärmen davon, dass es hier so schön sein soll. Dann kommt man rauf, sieht man, aha, wunderschön. Es gibt halt ein paar Präfekten, die nicht gerade so nett sind, und es nervt auch. Was gibt's noch? Ja, schulisch war es auch nicht so gut, habe ich in 6er geschrieben.
Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geweint und krank war ich. Das nervt halt auch, weil ich wieder einfach nach Hause und dann ist es einfach viel schöner. Aber jetzt hast du dich entschlossen, doch hier zu bleiben? Ja, jetzt habe ich fest entschlossen, dass ich doch da bleibe. Weil die Chance so mit eigentlich nicht hingehen lassen. Welche Chance? Dass man Domsportsessen bleibt. Zur Verfügung stellen, vorher schon öffnen, ja? Nicht den und dann erst oben aufmachen, gell? Sondern da schon ein bisschen auf. Ave Mar. Und 3, 4. So ein bisschen depressive Phase. Das bemerke ich bei den Buben auch. Das ist genau das gleiche Muster. Die kommen hier rein, haben eine miserable Schulaufgabe geschrieben und sind traurig und sitzen dann da und ich versuche sie mit Singen aufzuwecken und der geht raus und dann hat er wieder den Mund offen und dann geht's wieder und lacht und dann vergisst er es, er muss es ja nicht vergessen, aber er verarbeitet es besser. Heute besuchen mich sowieso noch meine Eltern. Aber erst um 1:30. Was machen die? Halbe Stunde noch. Und wahrscheinlich gehen wir dann noch ein bisschen spazieren und spielen wir dann noch wahrscheinlich was. Wie schaut's denn aus mit dem Singen? Du machst ja Fortschritte. Ja, ja. Möchtest du im Konzertchor? Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Die haben so viel Programm. Das ist Wahnsinn. Bei dem Elias, da, ich finde, da höre ich nichts mehr raus, außer bei den Solostimmen. Ja, da haben die haben da gestern 5 Stunden lang bloß Elias geprobt. 5 Stunden.